Hallöchen und willkommen wieder hier in meinem Wohnzimmer. Diese Woche wollte ich gerne etwas besprechen, was ich irgendwie schon lange mit mir rumtrage. Und zwar die Verpeiltheit im Studium. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber ich bin ein grundsätzlich sehr verpeilter Typ. Und das Studium hatte noch die besten Aspekte meiner Verpeiltheit zum Vorschein gebracht. Ich habe mich mit einem Freund darüber unterhalten, der jetzt gerade in der Prüfungsphase ist und irgendwie wieder verpeilt hat, richtig oder zur richtigen Zeit anzufangen zu lernen. Und es geht bestimmt euch auch so und man ärgert sich jedes Mal total drüber und fragt sich, wie verpeilt kann man eigentlich sein? Dass man das nicht auf die Reihe bekommt. Ich finde es einfach krass. Es ist wahrscheinlich eines dieser Mysterien der Welt, die man irgendwie nicht gescheit erklären kann. Aber ich wollte den einen oder anderen von euch dazu inspirieren, es im nächsten Jahr besser zu machen. Also sind hier meine Anti-Verpeiltheitstipps oder eher gesagt meine Macht einen Jahresplan von eurem Studium-Tipps. Meine Nummer 1 ist, dass ihr auf jeden Fall nochmal euer Studienhandbuch zur Hand nehmen solltet. Da steht nämlich alles drin. Da steht auch drin, wann, wie, ihr für was benotet werdet. Und wenn ihr das einfach immer wieder mal auffrischt oder am besten einfach mal rausschreibt, was für euch am wichtigsten ist, dann seid ihr auf jeden Fall weniger verpeilt als im Vorjahr. Und es ist einfach wichtig, denn in diesem Handbuch ist einfach alles beschrieben, was für euch relevant ist und dementsprechend auch, wann ihr für welche Prüfung sozusagen erbracht haben müsst. Da gibt es ja auch immer wieder Unterschiede von Studiengang zu Studiengang. Also super, super wichtig und nicht dann jemanden fragen, der was ganz anderes studiert, wann er dann ungefähr Prüfungsphase hat und glauben, dass es bei euch wahrscheinlich mehr oder weniger genauso laufen wird. Mein zweiter Tipp ist es auch, zu schauen, wann welche Prüfungen abzuhalten sind. Ihr habt wahrscheinlich trotz eurer Verpeiltheit ganz tolle Fähigkeiten in einigen Bereichen eures Studiums. Es kann aber sein, dass ihr für andere Sachen richtig, richtig pauken müsst. Und es kann auch sein, dass ihr euch nach der ein oder anderen Prüfung auch etwas ausruhen müsst. Also mir passiert es ganz oft, dass wenn ich dann eine Prüfung habe, ich danach so eine Woche irgendwie ziemlich verpeilt bin. Das legt sich dann irgendwie von Tag zu Tag, aber so in der Anfangsphase nach der Prüfung brauche ich auf jeden Fall weniger Stress als zuvor. Deswegen plant dies ein. Tut euch einen Gefallen fürs nächste Jahr und berechnet irgendwie etwas Zeit mit ein, sodass ihr euch etwas erholen könnt, vielleicht wegfahren könnt, bevor ihr dann für die nächste Prüfung oder für die nächste Hausarbeit arbeiten müsst oder diese vorbereiten müsst. Und mein nächster Tipp ist, diese sehr wichtigen Phasen überall zu markieren. Also ihr habt wahrscheinlich auch einen Kalender, vielleicht aber auch einen Wandkalender, vielleicht auch ein bisschen zu oldschool. Oder ihr habt einfach eine App, wo ihr das reinwirft. Wie auch immer. Bereitet euch mental darauf vor, dass es einfach Phasen gibt im nächsten Jahr, in denen ihr wirklich fokussiert sein sollt. Also so wenig verpeilt wie möglich. Und checkt zwischendurch, was so eure Verpeiltheit eigentlich sozusagen noch mehr zum Ausdruck bringt. Diese Sachen müssen alle minimiert werden, sodass ihr dann diese Phasen irgendwie ganz gut und sauber übersteht. Mein guter Freund ist jetzt total abgehetzt, tagtäglich 10 Stunden in der Bibliothek und das ist nicht das erste Mal, dass er es so gemacht hat und wieder hat er sich wirklich, wirklich verrechnet mit den Tagen und mit dem Lernpensum und das wünsche ich eigentlich keinem und irgendwie selbst nach dem dritten Tag und nach 10 Stunden in der Bibliothek möchte man alle verfluchen, die dort arbeiten und es ist irgendwie nicht so schön. Also versucht es auf jeden Fall, so gut es geht, vorzubereiten. Und dafür werdet ihr auf jeden Fall euer Handbuch oder vielleicht auch die Studienordnung brauchen. Dort findet ihr alle Informationen. Geht dann einfach nochmal den Inhalt der Prüfungen durch, um zu erfassen, wie viel Zeit ihr wirklich bräuchtet. Das sind meine Tipps an euch fürs nächste Jahr. Habt einen Überblick. Gesteht euch ein,
wie ich es gerade getan habe, dass ich ziemlich verpeilt sein kann. Und ja, seid nicht zu hart mit euch selbst, sondern schaut einfach, wie man da konstruktiv mit Plan ja, drumherum arbeiten kann. Das ist ja eigentlich in Ordnung. Und nur halt in solchen Momenten braucht man auf jeden Fall den Fokus. Den wünsche ich euch fürs nächste Jahr und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr sagen könntet, was euch denn eigentlich so hilft, um euch auf diese Prüfungsphasen vorzubereiten. Und ja, hinterlasst doch einfach einen Kommentar. Wir würden uns alle sehr freuen und schaut euch eines der anderen Videos doch auch einfach an. Und ich bedanke mich fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüss!